Es ist recht geräumig. Hier gibt es also eine ordentliche Dusche, hier gibt es eine fest installierte Toilette. Natürlich kann man die auch weglassen und durch eine mobile Toilette ersetzen. Es gibt ein ordentliches Waschbecken, einen Spiegel, ein Fenster. Also absolut cool gemacht. Und auch die Stehhöhe hier drin beim Duschen ist also tatsächlich über 2 Meter. Okay, so, dann gehen wir mal um das Gefährt herum. Wir sehen also hier natürlich eine Anti-Schlingerkupplung. Das sollte eine doppelte sein, denn im Gelände muss die ja geöffnet werden. Aber wenn man da unterwegs ist auf der Straße, gibt es natürlich nochmal extra Sicherheit, wenn man sie geschlossen hat, weil eben das Schlingern verhindert wird. Die Staufächer vorne muss ich jetzt nicht extra erwähnen. Wir haben hier nochmal eine große Klappe. Wir haben oben also ein großes Fenster, dann haben wir nochmal eine Dachluke oben. Dann ist die Photovoltaikanlage oben drauf. Dann haben wir selbstverständlich hier diese Schwerlaststützen. Die kann ich also manuell in verschiedenen Winkeln auch bedienen. Hier haben wir dann die Dusche. Die Dusche ist total toll gemacht, weil die ist fest integriert und hat im Prinzip immer ein Dach. Das heißt also, wenn jemand eine mobile Toilette nutzen möchte, kann das zum Beispiel auch draußen verrichten und ist halt regengeschützt. Ansonsten kann er hier mit Warmwasser duschen. Das haben wir dann hier, ist der Anschluss für Warmwasser. So, dann haben wir hier eine große Stauklappe nochmal. Hier sehen wir jetzt auch den Tisch, den wir vorne einhängen können. Kann man hier bequem verstauen. Hier ist der Wassereinfüllstutzen, auch mal ein bisschen ordentlich Outdoor geeignet. Ja, und dann haben wir im Prinzip das Highlight. Das können wir uns mal angucken. Das wäre dann hier unten. Das Fahrwerk ist also mit dem Luftfahrwerk ausgestattet. Kann sich selber nivellieren. Man kann verschiedene Höhen einstellen. Also absolut geniale Geschichte. Werden wir uns aber mal in einem gesonderten Video extra ansehen. Hier sehen wir dann noch, dass man im Schlafbereich hinten oben ein Ausstelldach nochmal extra hat. Also das also im Prinzip das auch eine Raumerweiterung ist, total bequem. Selbstverständlich mit Insektenschutz und Verdunklung. Und eine riesenhafte Markise, ich weiß nicht, ob ich schon drüber gesprochen habe. Und 3 große Photovoltaik-Felder, die also für das Nachspeisen automatisch sorgen. Wir haben jetzt im Moment verbaut, ich glaube, 300 Amperestunden, und das soll es soweit erstmal gewesen sein.